Liebe Geschwister, Abu Huraira, Allah möge mit ihm zufrieden sein, er wollte nur seiner Aufgabe nachkommen, als er den Menschen am Berichten war, dass wer La ilaha illallah gesagt hat und sich dadurch zum Islam bekannt hat, dass diese Person das Paradies betreten wird. Dass diese Person das Paradies betreten wird. Und die erste Person, auf die er traf, war Omar. Allah möge mit ihm zufrieden sein. Und Omar, aus emotionaler Reaktion heraus, schlug Abu Huraira auf die Brust. Muaz ibn Jabal gab diesen Hadith, dass wer La ilaha illallah sagt und sich so zu Allah und dem Islam bekennt, das Paradies betreten wird, diesen Hadith gab er erst an seinem Sterbebett weiter. Jahrelang hat er diese Überlieferung für sich behalten, ohne sie einer anderen Person mitzuteilen. Und aus Angst davor, Wissen zurückzuhalten, gab er sie an seinem Sterbebett weiter. Warum nicht vorher? Warum die Reaktion von Omar? Und warum das Zurückhalten von Wissen, wenn man das so nennen möchte, von Muaz ibn Jabal? Liebe Geschwister, diese Fragen werden wir inshallah am Ende der Khutbah beantworten. Ist euch schon mal aufgefallen, liebe Geschwister, dass Allah Ta'ala die Zeit häufig thematisiert im Koran und darauf auch Schwüre ablegt, um unsere Aufmerksamkeit zu erhöhen, aber auch um der erwähnten Tatsache Gewicht zu verleihen und Bedeutung zu verleihen? Wir haben Wal Fajr, wir haben den Morgen, wir haben Wad Duha, wir haben den Vormittag, wir haben Wan Nahar, wir haben den Tag, wir haben Wal Asr, ja, den Nachmittag, und wir haben auch den dunklen Teil, ja, mit Wal Layl. Die gesamte Zeit, liebe Geschwister, ist damit umfasst. Und unser Tagesablauf, unser Lebensablauf ist auch an die Zeit gekoppelt, an die Zeit gebunden, mit Zeiten verbunden. In Bezug auf die Pilgerfahrt, ja, Al-Hajju Ashhurum Ma'alumat, ist die Pilgerfahrt in bekannten Monaten stattfindet. Und wir wissen, der Ramadan findet einmal jährlich statt. Wir wissen auch, dass wir einmal jährlich die Zakat zu zahlen haben. Das ist kein fixes Datum, sondern das kann rund um das Jahr über erfolgen, soll auch rund über das Jahr erfolgen. Das heißt, eine Familie macht es im Dhul-Hijjah und die andere im Dhul-Qa'da und so weiter. Ja, dass ständig Zakat eingezahlt wird, und aber auch an die Bedürftigen ausgezahlt wird. Das heißt, wir sind auf Jahre getaktet, wir sind auf Monate getaktet, ja. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Und das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten täglich eine Pflicht. Das heißt, diese Zeitverbundenheit, Zeitgetaktetheit ist in unserem Alltag tagtäglich verankert. Tagtäglich verankert. Und Zeit ist etwas, was Allah Ta'ala uns realisieren lässt, was wir zu nutzen haben. Allah Ta'ala hält im Koran fest, كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا, dass wenn die Menschen den Tag des Gerichts, das Eintreffen der Stunde erleben, dann ist es für sie, als ob sie nur einen Nachmittag und vielleicht noch den dazugehörigen Vormittag verbracht haben. Ja, 365 Sonnentage gemäß dem Sonnenjahr. Bei 60, 70 Jahren kann man sich ausrechnen, was dabei rauskommt. Ja, gute 20.000 Tage. Und wir werden von diesen 20.000 Tagen nur das Gefühl haben, dass wir einen Nachmittag, vielleicht noch den Vormittag dazu verbracht haben. So kurz wird dieses Leben sich in diesem Moment, liebe Geschwister, anfühlen. Und Allah Ta'ala, er gibt uns warnende Worte mit.
Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum min as-salihin. Allah Ta'ala erwarnt uns: O ihr Gläubigen, nicht ablenken sollen euch euer Besitz und eure Kinder vom Gedenken Allahs. Diejenigen, die dies tun, das sind die Verlierer. Und gebt aus von dem, womit wir euch versorgt haben. Spendet von dem, was wir euch gegeben haben, bevor zu einem von euch der Tod kommt und er sagt: O Allah, O mein Herr, würdest du mich doch auf eine kurze Frist zurückstellen? Würdest du mir nur noch mehr Zeit geben? Was würde ich tun? Ja, ich würde mehr spenden und ich würde zu den Rechtschaffenen, zu den Salihin gehören. Das kündigt Allah Ta'ala uns jetzt bereits an. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass jeder in dieser bereuenden Situation sein wird. Jeder, ausnahmslos. Diejenigen, die Schlechtes getan haben, deren Schlechtes überwiegt, sie werden bereuen, dass sie nicht zu den Rechtschaffenen gehört haben. Und sogar die Rechtschaffenen, ja, sie werden bereuen, nicht noch mehr Rechtschaffenes bewirkt zu haben. Das teilt uns Allah Ta'ala jetzt mit, auf dass wir die Zeit schätzen lernen. Auf dass wir die Zeit schätzen lernen. Es gibt mehrere Preisvergleichsportale im Internet. Ja? Und wenn wir vor einer größeren Anschaffung stehen, manchmal sogar vor einer kleineren. Manchmal haben wir zwei Supermärkte in unserer Nähe und wir sagen, okay, heute spare ich vielleicht einen halben Euro, wenn ich die bekannten Lebensmittel in den billigeren Supermarkt kaufe. Ja, wir treffen ständig Preisvergleichsentscheidungen, um welche Ressource zu schützen, um unser Geld zu schützen. Aber tun wir das selber auch in Bezug auf die Zeit? Weil wir haben viele Zeitfresser in unserem Alltag. Ja? Facebook und Twitter und das Internet insgesamt. Ja? Alle möglichen Apps auf dem Handy. Und viel Zeit, liebe Geschwister, geht so einfach, ja, verloren, ohne dass wir davon irgendeinen Nutzen haben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er gab uns einen Ratschlag mit, fünf Dinge, die wir uns zu merken haben. Authentisch ist überliefert, dass er sagte, sallallahu alaihi wasallam, irtanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik. Nutzt fünf Zustände, bevor fünf andere eintreten. Nutze deine Jugend vor der Zeit deines Alters. Wa sihataka qabla saqamik. Und deine Gesundheit vor der Zeit, in welcher du krank bist. Vor der Zeit, in welcher du krank bist. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. Und deinen Reichtum, bevor du arm bist. وَفَرَارَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ. Und deine Freizeit, bevor du beschäftigt bist. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. Und dein Leben, bevor du stirbst. Und wir verstehen alle, dass die Jugend ein Teil des Lebens ist. Sie eigentlich nicht hätte hier erwähnt werden müssen. Und besondererweise wird sie an erster Stelle gesetzt. Ja, das heißt, zwei Betonungen erfährt die Jugend. A, dass man mit ihr anfängt bei dieser Aufzählung, dass der Prophet mit dieser Aufzählung mit der Jugend anfängt. Und B, dass sie eigentlich, ja, sowieso einen Teil des Lebens darstellt. Und Alhamdulillah, ja, Alhamdulillah, kein Volk auf der Erde hat einen höheren Anteil an Jugendlichen als die Muslime. Und im Speziellen das arabische Volk. Ja, die Bevölkerungspyramide ist quasi der in Deutschland, die in Deutschland ergänzend. Ja? Wenn hier praktisch das, ja, die Älteren immer größer werden, ja, ist es bei uns umgekehrt, ja, sodass wir diese Pyramide quasi ergänzen und zu einem Rechteck, ja, einer Raute werden lassen. Deswegen sagen auch die Migrationsforscher, ja, dass es auch für Deutschland wichtig ist, ja, dass Migration reinkommt. Aber das wissen wir alle. Ja? Und trotzdem wird sie in den Medien immer wieder Gegenteiliges heraufbeschworen. Aber das ist für uns eine bekannte Tatsache. Das macht uns auch nicht wütend, das macht uns auch nicht sauer. Jedenfalls nicht in dem Maße, dass wir unser Verhalten zu unseren Mitmenschen dadurch negativ
ändern. Ja? Diese fünf Zustände müssen wir nutzen. Jugend vor dem Alter, Gesundheit vor der Krankheit, Reichtum, finanzielle Mittel, bevor man arm ist und seine Freizeit, bevor man beschäftigt wird und das Leben vor dem Tod. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ni'matani marbubun, marbunun fima, ni'matani marbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal-faragh. Dass es zwei Gnaden gibt bei Allah. Zwei Gnaden von Allah, die viele Menschen besitzen und trotzdem leer ausgehen. Trotzdem keinen Nutzen daraus ziehen. Trotz ihrer Startübervorteilung. Ja, sie haben bessere Startchancen, aber trotzdem nehmen sie wenig mit oder gar nichts. Und diese zwei Gnaden, liebe Geschwister, die Gesundheit und die Freizeit. Gesundheit und die Freizeit. Und subhanallah, keiner von uns in diesem Land denkt an über die Gesundheit nach. Keiner von uns. Weil wir wissen, es gibt dieses Auffangnetz, ja, wir gehen zum Arzt. Als die 10-Euro-Gebühr pro Quartal eingeführt wurde, haben wir uns alle groß beschwert. Aber trotzdem 40 Euro jährlich, ja, ist mehr oder weniger für jeden tragbar. Mehr oder weniger für jeden tragbar. Und es geht darum, dass wir grundsätzlich versorgt sind, gesundheitlich hier. Aber die Mehrheit der Menschheit, liebe Geschwister, für die ist Gesundheit etwas, wofür man sparen muss. Weil man weiß, irgendjemand in der Familie wird krank und dann braucht man diese Ersparnisse. Ja, dann braucht man diese Ersparnisse. Was machen wir mit dieser Gnade Gesundheit? Was machen wir mit dieser Gnade Freizeit? Nicht, dass wir zu denen gehören, die der Prophet hier anspricht. Dass viele Menschen ja, viel Zeit haben und viel Gesundheit, aber wenig oder nichts draus machen. Und Freizeit, liebe Geschwister, ja, ist ein Tor zur Sünde. Ist ein Tor auch zur Sünde. Wenn man einfach so Zeit hat, die man nicht plant, und sei es für Entspannung und sei es für Erholung, Regeneration, aber einfach so Freizeit, der Scheitan wird dich führen, wie der Reiter sein Pferd führt. Wir kennen die Geschichte von der Frau des Aziz in der Surat Yusuf, ja, in der Sure von die Yusuf abhandelt. Ja? Diese Frau hat so viel Zeit gehabt. Die wäre besser beschäftigt gewesen. Ja? Dann hätte sie keine Zeit gehabt, sich in den Jüngling zu verlieben. Ja? Und diese ganzen, ja? Warum ist sie nicht arbeiten gegangen? Warum hat sie sich nicht sozial engagiert? Ja? Humanitäre Hilfe, irgendwo Nachhilfe gegeben, ja? Erziehungsarbeit geleistet, ein Unternehmen geführt. Ja? Khadija hat auch Unternehmen geführt, ja? Hat mit Dirham und Dinar ist sie umgegangen. Ja? Zu viel Freizeit, liebe Geschwister, führt zu Blödsinn. Ja? Und Blödsinn führt zu Sünde. Deswegen müssen wir dieses Gut Zeit, Freizeit und Gesundheit, was ja Möglichkeiten mit sich bringt, sehr stark nutzen. Und das ist eine Sunna, liebe Geschwister, von Allah Ta'ala. Ja, das ist eine Gesetzmäßigkeit. Allah Ta'ala sagt im Koran, Allahu alladhi khalaqakum min du'afin, thumma ja'ala min ba'di du'afin quwwah. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah ist es, der euch zuerst in Schwäche erschafft. Ja, wir kommen auf die Welt und wir benötigen Jahre der Betreuung. Körperlich und danach auch psychisch, seelisch. Hierauf verleiht er euch Stärke. Ja, das ist auch gerade diese Zeit der Jugend, liebe Geschwister. Da haben wir die Stärken, da haben wir die Potenziale, die Möglichkeiten. Und danach, liebe Geschwister, was wartet danach? Ja, bei mir sind schon die ersten grauen Haare sichtbar im Bart. Ja, die auf dem Kopf sind weniger sichtbar, weil ich zu wenig Haare habe, um mir eine Frisur wachsen zu lassen. Und das ging zack so schnell. Zack so schnell. Ja. Und ihr kennt das selber, dieses Gefühl, ja, was uns bereits ein Vorbote ist für die Reue am Tage des Gerichts. Wie schnell die Zeit doch vergangen ist. Hassan al-Basri wurde gefragt, was Zeit ist. Ja, der berühmte Tabi'i, ja, über den viele Tabi'un gesagt haben, du bist wie ein Sahabi. Ja?
Er antwortete auf diese Frage mit: Zeit ist Leben. Zeit bedeutet dein Leben. Kennen wir diese Redensart, die Zeit totschlagen? Was schlagen wir dann tot, wenn wir die Zeit totschlagen, wenn Zeit unser Leben ist? Unsere eigene Existenz, liebe Geschwister. Und zwar nicht nur die diesseitige, sondern möglicherweise, riskanterweise auch unsere jenseitige Existenz. Weil wie viele von uns schieben die Reue auf? Wie viele von unseren Mitmenschen schieben die Frage nach Gott auf? Ja? Weil wir zu beschäftigt sind. Aber übrigens, habt ihr mitbekommen, ein neuer Bruder, der ist seit 2 Jahren im Islam und der hat vor 5 Jahren 2 Raubfälle begangen und der hat sich selbst gestellt, hat gesagt, ich habe diese beiden Raubüberfälle gemacht, hat Einzelheiten genannt, die ihn auch als Täter entlarvten und geständig, mashallah, bereuend, aber auch klug. Weil er wurde danach gefragt, ja, und beim Foto in der Presse sieht man, mashallah, ein langer Bart, ja, er wurde danach gefragt, ob der Islam etwas damit zu tun hat. Er hat weise geantwortet. Hätte er gesagt, ja, weil ich Muslim geworden bin, ja, dann hätten die Leute vielleicht gedacht, okay, der will jetzt eine PR-Kampagne für den Islam machen. Der will jetzt irgendwie hier auffallen, irgendwie berühmt werden oder so. Die Antwort war so sinngemäß, so vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht ein wenig. Weil er wollte ganz, ja, will keine Angriffsfläche für Medien bieten, ja, die dann ihm vielleicht vorwirft, ah, guck, der will jetzt eine Show aus seiner Konvertierung oder so machen. Dann, alhamdulillah, diese ehrliche Reue wurde belohnt. Ja? Der Mann kriegt 200 Sozialstunden und auf Bewährung. Er muss nicht ins Gefängnis, keine Geldzahlung. 200 Sozialstunden, die sind in guten 1,5 Monaten abgeleistet. Inshallah, wenn er von der Khutbah mitbekommt, kann er sich auch gerne bei uns bewerben. Ja? Wir haben die Möglichkeit, diese hier abzuleisten. Und wenn hier jemand herkommt, das kam alle paar Monate mal vor, dass jemand sagt, ja, ich möchte Sozialstunden ableisten, und da gibt es einige, die sagen, die denken, wir würden einfach unterschreiben und sagen, tschüss, jetzt geh Fußball spielen. Wer hier Sozialstunden ableistete oder ableisten möchte oder ableistet, der wird bis auf die Minute hart verfolgt, liebe Geschwister. Der kriegt keine Sekunde Ruhe. Ja? Weil wir, ja, das ist etwas, was er zurückzahlen muss an die Gemeinde. Und unser Vertrag mit der jeweiligen Stelle vom Gericht, ja, das ist auch ein Vertrag. Ja, wir werden nicht wortbrüchig sein an dieser Stelle. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn wir jetzt die Zeit als das schätzen lernen, was sie ist, nämlich wertvoller als Geld. Ja, nicht Zeit ist Geld, sondern Zeit ist wertvoller als Geld. Geld kommt, Geld geht, aber Zeit geht, liebe Geschwister, ohne dass sie kommt. Dann werden wir priorisieren. Ich empfehle euch, googelt alle, beschäftigt euch alle mit dem Thema Zeitmanagement. Zeitmanagement, ja. Und da gibt es das sogenannte Eisenhower-Quadrat, wenn ich mich nicht irre, ja, was auch Stephen Covey, der berühmte Selbstmanagement-Experte, der Bücher geschrieben hat wie 7 Wege zur Effektivität. Ja. Alles kann man in 4 Quadrate einpacken. Ja. Es gibt Dinge, die sind nicht wichtig und nicht dringend. Versuch die aus deinem Leben zu eliminieren. Dann gibt es Dinge, die sind nicht wichtig, aber dringend. Versuch, ja, so weit wie möglich diese weiterzuleiten oder diese zu vermeiden. Sind dringend, aber nicht wichtig. Arbeite dort, was dringend und wichtig ist. Dringend und wichtig ist. Meistens sind es aber auch so Krisenbewältigungssituationen. Ja? Und dann darf man nicht vergessen, was wichtig ist, aber nicht dringend. Und dann vielleicht später, in ein paar Monaten, in ein paar Jahren, dringend wird. Zum Beispiel die ganzen Geschwister, die sich für das Abitur jetzt gerade vorbereiten oder für die Realschule, die denken jetzt alle, hätten wir doch vor 4, 5 Monaten angefangen. Stimmt's? Ja, übrigens, wir haben jetzt einen Realschul-Vorbereitungskurs für die Prüfung vom Bruder Ahmed und von der Schwester Siham geleitet, zu unschlagbaren Preisen auch, ja, weil die Qualität, dafür zahlt ihr draußen das Dreifache, mindestens. Und ihr seid nicht in einer Moschee. Ja? Darin muss man sich befinden. Ordnet eure Zeit ein. Alles, fangt den Tag damit an, was muss ich heute machen? Ja, oder welche Angebote stellen sich mir? Und dann ordnet ein, nicht dringend, dringend, wichtig und so weiter. Ja? Priorisieren. Liebe Geschwister, ich bin voll davon überzeugt, ja, dass die Sahabis, wenn sie in dieser Zeit gelebt hätten, ja, sie alle wären Spezialisten für Zeitmanagement gewesen. Die alle hätten Seminare zum Thema Zeitmanagement halten können. Ja? Sie hätten diese Bücher geschrieben, sie hätten diese Vorträge gemacht, ja, die millionenfach auf YouTube geklickt werden oder ja, millionenfach über
den Ladentisch gehen. Ja? Warum? Weil es aus unserer Religion heraus entspringt, dass wir unsere Aufgaben, ja, und also unsere Zeit einteilen und unsere Aufgaben priorisieren. Prioritäten zu haben bedeutet, ja, dass man einordnen kann zwischen dem Wichtigen und dem weniger Wichtigen. Ja? Der hat Sinn für Prioritäten, ein Wort, was jeder von uns in seinem Alltagsschatz haben sollte. Das heißt, jeder von uns, liebe Geschwister, sollte eine Karriereplanung haben. Da zählt Schule natürlich selbstverständlich dazu. Eine Familienplanung haben, ja, und auch mit dem Gedanken beschäftigt sein, eine Familie zu gründen, das ein oder andere Seminar besuchen zum Thema Kindererziehung oder Ehe führen, Beziehung führen, ja, Bücher zu diesem Thema haben, Gespräche mit den Älteren und Erfahrenen zu diesem Thema zu führen. Warum? Weil wir planen unser Leben. Wir bereiten uns darauf vor, auf das Familienleben, auf die Karriere, auf unser Leben insgesamt. Wann machen wir Hajj? Wann kriegen wir diese, ja, 4.000 Euro zusammen, damit wir endlich Hajj machen können? Und in welchem Jahr wird es mit, keine Ahnung, Schulferien übereinstimmen, dass wir Hajj machen können? Ja? Das sind Gedanken, die uns tragen sollten. Ja, es gibt einige Leute, die sind jetzt schon damit beschäftigt, 2022 diese und jene Weltmeisterschaft zu besuchen und planen das in ihren Kalender ein. Ja? Und suchen nach Tickets, wann gibt es Ticketsverkauf und so weiter. Ja, und so sollten wir in Bezug auf die wahren Angelegenheiten des Lebens auch agieren. Nun, liebe Geschwister, Sportler werden das wissen, zur Leistung gehört auch Erholung. Ja? Wenn man etwas generiert, bedeutet das, dass man Ressourcen verschlingt, aufbraucht. Und dann braucht man eine Regeneration. Ja? Creation und Recreation im Englischen. Das heißt, wir sollen auch unsere Freizeit, unsere Entspannung, unsere Enthaltung sollen wir planen. Gemäß dem, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, sa'a wa sa'a. Eine Zeit für dies, für das Ernsthafte, ja, und eine Zeit für Entspannung, für Erholung, ja. Das heißt, wir sollten alle aktiv unsere Hobbys, das, was uns entspannt, ja, Spannung, da, wo wir unter Druck stehen, ja, angespannt sind, psychisch, körperlich, und Entspannung. Und der Muskel wächst in der Erholungsphase. Ja? Genau wie auch die Denkkraft. Auch manchmal diese spirituelle Kraft. Weil der Prophet gesagt hat, es ist unmöglich, dass wir, ja, Himmel und Hölle ständig vor uns sehen. Das ist unmöglich. Wenn das so wäre, sagt er, dann würden uns Engel die Hand reichen. Das ist ja nicht für uns, liebe Geschwister. Nicht uns Menschen. So mögen wir eine Zeit für dies haben und eine Zeit für das. Und da, wo der Scheitan, wo man ihm die Möglichkeit gibt zu sagen, ja, du planst jetzt meine Freizeit. Du planst jetzt, wie ich mich erhole. Ja, scheinbar. Ja, dann wird man von ihm in die schlimmsten Ecken dieser Erde geführt. Nun, liebe Geschwister, ich möchte etwas weitergeben, es ist eine Weisheit. Ja, irrtümlich wurde das häufig als Hadith weitergegeben, aber tatsächlich gibt es keine geschlossene Überlieferungskette, ja, dass dies vom Propheten stammt, sallallahu alaihi wasallam. Aber es ist eine Weisheit, ja, an die ich mich oft erinnert fühle. Es wird auf Al-Awza'i, ist einer der Großgelehrten, zurückgeführt, dass er gesagt hat, ja, dass er pflegte zu sagen, es war eines seiner Redensarten, ja, Ma min muslimin illa wa huwa qa'imun ala thuratin min thurari al-islam. Faman istata'a alla yu'ta al-islam min thuratihi falyaf'al. Er beschrieb, er sagt, es gibt keinen Muslim, außer dass er bei einer Öffnung steht. Ja? Den Öffnungen zur muslimischen Gemeinde hin, zum Islam hin. So möge er darauf achten, ja, so möge er sich anstrengen, dass niemand durch diese Öffnung in den Islam hineindringt, beziehungsweise in die Umma der Muslime hineindringt. Was ist damit gemeint? Jeder hat Gaben. Jeder hat Stärken. Jeder hat einen gewissen Aufgabenbereich oder einen möglichen Aufgabenbereich, einen möglichen Verantwortungsbereich. Und das ist eine Öffnung sozusagen, ja.
durch die man in die muslimische Gemeinschaft eindringen kann und Schaden einrichten kann, entweder unter den Dschinnen oder unter den Menschen. So möge ein jeder darauf achten, dass es nicht seine Öffnung ist. Ja, stellt euch vor, wie beim American Football, ja, kennt ihr? Ja, der mit dem Ei möchte durch die Wand der Männer laufen, um zum Endziel zu kommen. Stellt euch das genauso vor. Du stehst irgendwo, achte darauf, dass in deinem Gebiet, was du zu verantworten hast, nicht der Gegner durchkommt und irgendeinen Schaden anrichtet. Und er schloss jeden Muslim damit ein. Welche Öffnung bewachst du? Wo trägst du Verantwortung? Und keine Tat, liebe Geschwister, ist als gering zu schätzen. Keine Tat. Vielleicht ist das die Tat, die dich ins Paradies bringt. Ja? Wir kennen den authentischen Hadith, die Prostituierte, die den Hund in der Wüste gesehen hat, der ja schon verrückt war vor Durst. Ja? Und sie macht sich Gedanken, wie kann sie sich um diesen Hund kümmern? Subhanallah. Ja? Und sie steigt in diesen Brunnen und tut ihren Lederschuh zwischen die Zähne und kommt raus mit etwas Wasser. Das war eine riesen Action gewesen für sie. Ja? Das war richtig, da hat sie sich Mühe gegeben. Hat sie sich richtig Gedanken gemacht. Ja? Was ist in dem Kopf dieser Frau vorgegangen? Das ist doch lächerlich, da dem Hund Wasser zu geben. Soll er doch sterben? Wo ist der Unterschied? Ja? Guck mal, du bist so sündhaft, du machst dieses und jenes und dann sollst du dich um einen Hund kümmern? Ja, der soll sich um sich selber kümmern. Was wird der Shaitan alles dieser Person gesagt haben? Aber subhanallah, der Kampf war im Herzen, bevor es darum ging, in den Brunnen zu steigen und das Wasser zu holen. Weil wenn der Kampf innen schon mal entschieden ist, dann steigst du leicht nach unten und kletterst wieder hoch, weil du weißt, wofür du es tust. Jeder, liebe Geschwister, hat eine Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten. Ich möchte euch etwas berichten von einer Aktivität, die wir seit Jahren haben. Wir haben seit Jahren eine Bedürftigenspeisung. Ja, da kommen jeden Freitag nach der Khutba Menschen zu uns, manche sind obdachlos, ja, nicht alle sind obdachlos, aber viele, alle sind arm und manche von ihnen brauchen auch ein schönes Gespräch. Wie wollen sie ihren Kaffee trinken, wie viel Zucker, Milch, Süßstoff, hat das Essen geschmeckt, kann ich ihnen noch eine zweite Portion bringen, wollen sie auch noch Nachtisch, ja, brauchen dieses Gefühl auch der menschlichen Wärme. Und ich kann euch sagen, die Menschen, die hierher kommen, die kommen leider nicht wegen unserem Essen her. Warum? Weil das Budget ist klein. Okay, und dann, was macht man? Nudeln und Tomatensoße und ja, diese Sachen, die nicht viel Geld kosten. Die kommen her wegen den anderen Menschen, die sie hier empfangen und bedienen. Wenn wir vielleicht etwas hören, Obdachlosenspeisung, Bedürftigenspeisung, wir denken, es ist eine kleine Tat, aber es ist eine Riesentat. Weil all diese Menschen, liebe Geschwister, den Islam auf diese Art und Weise kennenlernen. All diese Menschen lernen den Islam auf diese Art und Weise kennen. Die interessiert nicht, was in unseren Büchern steht, was wir für Bücher haben oder was wir, ja, die interessiert vielleicht auch gar nicht, was in den Medien steht. Aber sie verstehen, dass sie eine Mahlzeit bekommen für ihr Herz, ja, eine Dienstleistung, eine zwischenmenschliche. Was passiert jetzt, wenn diese Leute ihre Arbeit verlassen? Im Kopf eine kleine Arbeit, was passiert? Wer begegnet diesen Menschen mit einem Lächeln? Ja, wer garantiert, dass sie sich vielleicht nicht am nächsten Tag eine Überdosis geben? Ja, oder aus Hass irgendwie eine Bierflasche auf irgendjemanden werfen? Ja, vielleicht, weil sie sich verführen lassen von einigen in der Presse, die sagen, ja, hier die Flüchtlinge kriegen die ganze Aufmerksamkeit und hier du als Kind dieses Landes kriegst dieses und jenes nicht. Ja, das ist eine soziale Verantwortung, liebe Geschwister, die, wenn sie wegfällt, wir kein zwischenmenschliches Miteinander haben. Ja, und wir kommen in anarchische Zeiten. Es ist in der Presse mal gewesen, dass in einem McDonald's ist das Licht ausgegangen. Ja, und keine halbe Stunde später gab es da schon eine Schlägerei. Ja? Rückfall in Anarchie. Warum? Weil es keine soziale Basis gibt. Oder da, wo sie nicht existiert, dort gibt es die Gefahr, dass wir auseinandergehen als Menschen. Das ist die Summe, die dir jeden Tag auf dein Zeitkonto überwiesen wird. Jeden Tag aufs Neue. 86.400 Sekunden. Das ist dein Guthaben. Damit kannst du machen, was du möchtest. Am nächsten Tag wirst du nichts von deinem vorherigen Guthaben mitnehmen,
Ja, aber du wirst, so du einen neuen Tag geschenkt bekommst, wieder 86.400 Sekunden geschenkt bekommen. Was machst du mit diesem Guthaben? Ja, was machen wir mit diesem Guthaben tagtäglich? Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte: Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ja, wer einen Hadith auch benötigt, für dass er Verantwortung verspürt, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Jeder von euch ist ein Hirte und jeder Hirte ist verantwortlich, weil er wird danach gefragt und er wird antworten müssen. Jeder ist verantwortlich für seine Herde. Jeder von euch ist ein Hirte und jeder ist für seine Herde, ja, für die ihm Anvertrauten, verantwortlich. Liebe Geschwister, ich möchte über einen Konkurrenzkampf die nächsten Minuten, die Khutba, abschließen. Es gibt eine positive Konkurrenz. Konkurrenz ist etwas, was Allah Ta'ala in uns Menschen hineingelegt hat. Wir können ihr nicht entkommen. Wir können nicht aufhören zu konkurrieren. Aber wir können uns entscheiden, worum wir konkurrieren. Und im Koran sind viele Wörter, die im Wirtschaftsarabisch der heutigen Zeit Verwendung finden, die im Alltag der arabischen Sprache Verwendung finden, in einem rein kapitalistischen Kontext. Aber diese Wörter sind allesamt, liebe Geschwister, im religiösen Kontext gemeint. Ja, Allah Ta'ala sagt beispielsweise: Fastabiqul khayrat. Ja, istabaqa von wetteifern. Wetteifert um die guten Taten, um das Gute. Und subhanallah, Allah Ta'ala hat das offen gelassen. Es gibt so viele gute Taten, die man tun kann. So viele verschiedene gute Taten. Ja, für die Prostituierte war es der durstige Hund, der ihm Wasser zu besorgen. Ja. Beeilt euch. Ja, wetteifert um die gute Tat. Das heißt, wenn wir sehen, jemand macht eine gute Tat, dann soll das in uns diese Konkurrenz wecken. Das ist ganz normal. Ja, oh, der hat gespendet. Oh, der betet noch die Sunna. Oh, der fängt jetzt an, Arabisch lesen zu lernen. Oh, und der andere hat schon Bücher gelesen. Und oh, und guck mal, der ruft seine Mutter einfach mal so an. Und ah, guck, der geht einfach mal so einkaufen. Und guck mal, der fängt an, sein Zimmer aufzuräumen und fängt an, irgendwie selbstständig zu werden. Und ja, lernt, wie die Waschmaschine zu bedienen ist. Und ja, lasst uns in diesen Konkurrenzkampf, ja, fürs Gute eintreten. Und dabei natürlich immer dem Bruder, der Schwester gönnen, dass sie ihre Taten hat. Weil das ist der positive Neid. Oh, das will ich haben, aber ich gönne dir, dass du deins auch hast. Ja, Allah Ta'ala sagt: Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Noch einmal ein anderes Wort, ja, von sabaqa, musabaqa. Das Wort kennen die Araber in Bezug auf Sport und ja, Wirtschaft, ja? Wetteilt, ja, zur Vergebung von eurem Herrn und dem Paradiesgarten. Ja, und ein anderes Wort. Ja, es ist quasi derselbe Vers mit derselben Einleitung. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ja? Von Sur'a, von der Schnelligkeit. Ja? Beeilt euch um die Vergebung von eurem Herrn und dem Paradiesgarten. Ja? Und als die Gnaden des Paradieses erwähnt worden sind, ja, heißt es dann abschließend: وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Und darum sollen die Wettbewerber wetteifern. Ja, at-tanafus, dass man gegenseitig in einem, dass man mit anderen in einen Wettbewerb tritt. Ja? Ich möchte zusammenfassen, liebe Geschwister, der Islam erzieht uns dazu, dass wir zeitbewusst und zeitverbunden unseren Alltag regeln. Ja?
Und dass wir auch darüber lernen, die Zeit zu schätzen. Und wenn wir Zeit zu schätzen gelernt haben, dann werden wir priorisieren. Was ist wichtig und was ist weniger wichtig? Da gibt es zum Beispiel, der Lehrer steht vor seiner Klasse und er hat einen Behälter und er fängt an, große Steine in den Behälter zu tun. Danach tut er ein paar Golfbälle rein und danach kippt er Sand rein und dann aus 2 Tassen Tee jeweils tut er dann den Tee dort hinein entleeren. Und dann sagt er seinen Schülern, wenn ihr zuerst den Sand reintut, ja, und danach die Golfbälle, dann werden die Steine, die großen Steine, keinen Platz mehr finden und sie werden nicht im Gefäß liegen bleiben können. Ja, man muss es umgekehrt machen. Und dann sagte er, dadurch wollte ich euch zeigen, die wichtigen Sachen sollte man zuerst machen. Prioritäten. Dann sagte die Schüler, ja, aber warum hast du noch 2 Tassen Tee reingegossen? Ja, er hat gesagt, egal wie beschäftigt ihr seid, Zeit für 2 Tassen Tee sollte man immer haben. Ja? Das heißt, wir wollen Prioritäten haben, liebe Geschwister. Dazu gehört auch, dass wir unsere Entspannung, unsere Regeneration, ja, unsere Erholung, unsere Unterhaltung auch im Rahmen des Halal planen. Ja, und da auch ruhig, wie gesagt, Zeit und auch Geld investieren. Ja, weil wir wollen im Halal bleiben und das brauchen wir auch als Menschen, unsere Leistung auszugleichen. Ja. Und dann wollen wir in einen Wettbewerb treten. Wir wollen dieses Konkurrenzgefühl haben, ja, in uns, dass wir uns auch weiterentwickeln. Das hat Allah Ta'ala uns als Geschenk gegeben, ja, wie den Hunger und den Durst, dass wir einen starken Körper bekommen können. Ja, so ist auch dieses Konkurrenzgefühl im positiven Sinne ja dazu da, dass wir mehr an guten Taten tun. Gut, wir kommen zum Ende, liebe Geschwister. Ich darf darauf aufmerksam machen, dass wir heute während des Bittgebetes auch speziell um Regen bitten für unsere Geschwister aus Somalia. Das ist eine von 3 Wegen, wie man um Regen bitten kann. In den nächsten Wochen werden wir dann inshallah spätestens im Ramadan auch ein Gebet um Regen organisieren, wie es nach den meisten Rechtsschulen auch abgehalten wird. Aber das ist auch eine gültige, spezielle Form, wie man um Regen bittet, dass man das während der Freitagspredigt auch macht. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus. Allahumma salli wa sallam ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. O Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen, O Allah, und wir bitten darum, dass du den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam segnest und seine Familienangehörigen und seine Gefolgsleute. Bitte vergib uns unsere Sünden. Bitte lasse uns aufrichtig bereuen. Bitte lasse uns kein Gebet verpassen, O Allah. Bitte lasse uns aus Liebe und Sehnsucht heraus beten. Bitte vergib auch unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben insgesamt. O Allah, bitte lass uns zu unserer Religion zurückkehren und unsere Ehre dort wiederfinden, O Allah. Bitte vereine auch unsere Herzen und eine unsere Hände zu einer Hand, O Allah. Bitte schenke uns Muslimen Selbstbestimmung, auf dass wir dir allein dienen dürfen, O Allah. O Allah, für alle Notleidenden, Kriegsopfern, Geflüchteten, Gefangenen, Gefolterten, Durstenden, Hungernden, Kranken, Trostbrauchenden, O Allah, bitte steh diesen Menschen bei und lass uns einen Beitrag dazu leisten, diesen Menschen beizustehen. Bitte lass uns von unserem Geld spenden, von unserer Zeit geben, von unserem Herz geben, von unserem Lächeln geben, O Allah, von unserer Mühe geben, O Allah, Allahumma Amin. Und jetzt hebe ich die Hände, liebe Geschwister, weil das gehört zum Mitgebet für um Regen dazu. Allahumma Skina, Allahumma Skina, Allahumma Skina, Allahumma Skina fis Somal, Allahumma Skina fis Somal, Allahumma Skina fis Somal, wa fi amakin ukhra, ya Allah, Allahumma Amin, Allahumma Amin, Allahumma Amin. Ja Allah, bitte schenke den Geschwistern in Somalia Regen, O Allah, und Segen, O Allah, Regen und Segen, O Allah, Allahumma Amin. O Allah, bitte lasse sie autark sein, dass sie ihre Nahrung selbst für sich selbst bereitstellen können. Bitte schenke ihnen Frieden, bitte schenke ihnen Wohlstand, O Allah, bitte schenke ihnen Einheit, bitte schenke ihnen einen wertvollen Beitrag für diese Umma, O Allah, Allahumma Amin. Ja Allah, wir bitten dich um all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat, und wir suchen Zuflucht bei dir, vor allem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. O Allah, bitte reinige unsere Herzen und schenke uns, dass wir den Ramadan miterleben dürfen und Teil der Gemeinde sein dürfen und abendlich in den Moscheen sind, O Allah, und die Familie zusammenbringen und unsere gute Gewohnheiten aufbauen, die zum Charakter werden. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.